Oho, ja. Ich habe auch so eine zu Hause. Freikarte für Puff habe ich auch. Hier. Jo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei Flexit. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen McDonalds-Prank. Ich habe mir heute den Elmago geschnappt. Jo. Und wir werden heute einen richtig geilen McDonalds-Prank machen. Wir haben einfach gerade noch was ausgedruckt. Leute, gönnt euch das, aber geht mal kurz. Es ist einfach der geilste McDonalds-Schein, den es überhaupt gibt. Wir werden versuchen, damit zu bezahlen, Freunde. Wir kriegen alles umsonst. Nicht nur für ein Jahr, für immer haben wir das reingeschrieben. Also ich bin echt mal gespannt, ob es klappt, Freunde. Lasst schon mal einen Daumen nach oben da und vielleicht noch ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ganz wichtig, checkt auch seinen Kanal ab. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach in Drive, Freunde. Oh, ganz wichtig, Leute. Wir haben noch ein Gewinnspiel am Ende. Richtig. Leute, wir haben noch ein Gewinnspiel am Ende. Checkt das Video bis zum Ende ab. Am Ende machen wir ein richtig geiles Gewinnspiel. Ihr könnt nämlich mal beim Prank dabei sein. Checkt es auf jeden Fall ab. Und jetzt labern wir nicht mehr lange. Wir fahren jetzt in Drive rein. Bis gleich. Ja, Freunde. Wir wollen eigentlich in Drive fahren, aber ich drücke komplett das Gas durch. Ich komme nicht davon. Es hat so heftig geschneit, Leute. Die Straßen sind einfach mal sauglatt. Wir sind fest. Das ist kein Witz jetzt. Ich mache jetzt wirklich einen Scheiß. Junge! Digga, der Prank geht gut los. Wir pranken uns selber, Alter. Sollen wir aufhören? Nein, Spaß, warte, ich muss jetzt irgendwie wegkommen. Oh Mann! Ey, soll ich mal kurz schieben oder? Kannst du mal ohne Scheiß kurz schieben? Fahr mal rückwärts. Achso, ja, vielleicht geht das echt. Ja. Ein schlauer Typ. Wir wollen was zu essen bestellen. Ja, bitte. Was können Sie uns heute so empfehlen? Bitte? Bitte? Was haben Sie gesagt? Ich habe gefragt, was Sie uns heute so empfehlen können. Ich könnte Ihnen die ganzen Tafeln. Echt? Schmeckt alles so gut hier? Schmeckt eigentlich schon zu gut, ja. Ja, was willst du nehmen? Monopoly, Big Tasty. Herr, kann man Monopoly essen? Können Sie uns nicht irgendwas empfehlen? Was essen Sie so ganz gerne? Ich esse eigentlich nur Milch von hier. Oh! Von wo essen Sie denn gerne? Lieber Burger King? Sie kommen zu Hause. Ja, oder Sie kochen was für uns. Und ein Bier bitte. Menschlich gesehen ziemlich abstoßen. Ich nehme 20er Chicken mit Nuggets für die Gangs. Ja, 20er mit Currysoße. Ich habe keine Ahnung, was ich bestellt habe. Ich weiß auch nicht. Hi. Hi. Alles gut bei Ihnen? Bei uns immer. Okay. Los Jungs, alles klar? Auf jeden Fall. Jojo. Jojo. Normal. 21,46. Ja, ich schau mal kurz. Sieht auf jeden Fall mau aus. Nee, da muss alles drin sein, ne? Sonst say. Nicht verarschen hier. Genau. Ich hoffe, das schmeckt. Ja, jetzt komme ich wieder. Auch. Aber sieht gerade die Mauer aus. Ich habe kein Bargeld. Hast du noch irgendwas dabei, Emi? Eine Sekunde, ja. 2000 Jahre später. Scheiße, was machen wir jetzt? Ah, warte. Ich habe. Warte kurz. Ja, ich habe noch einen Gutschein hier hinten. Warte. Da, hier. Eine Sekunde, ja? Ich habe noch die goldene McDonalds-Karte. Wo war sie denn her? Tja. Goldene McDonalds. kommen Sie ran. Bitte schön. Was ist das? Ja, McDonalds Karte. Oho, ja. Damit würden wir das gerne bezahlen. Ja. Echt? Ja. Ich frag mal. Nach. Ja, fragen Sie mal. Wenn das klappt. Ja, Alter. Ich tut dir den Chef, wir kriegen Ärger. Wieso? Auf deinen Nacken, ey. Ich bleib ernst, warte, ich bin gespannt. Wieso? Okay, sie kommt, warte. Okay. Von den Jungs, die kann ich auch ausdrucken. Ja, das ist nicht ausgedruckt. Ja. Sowas habe ich vom Internet gehört. Wie im Internet? Das gibt's nicht. Das gibt es. Was willst du jetzt damit? 21 Euro dafür eintauschen. Ist ja, was steht da nochmal drauf? McDonalds? Was steht da? Da steht alles umsonst für immer. Richtig, perfekt. Ich hätte auch gerne so eine gehabt. Ja, aber es ist wirklich so, wir haben es von McDonalds bekommen. Stimmt doch so, ne? Ja, Jungs. Stimmt. Ich habe auch so eine zu Hause. Freikarte für Puff habe ich auch. Ja. Könnt ihr woanders probieren. Für den Puff? Ja, echt, habe ich auch so eine. Und sagt Ihre Frau da nichts zu? Hä? Sagt ihr? Frau rausgeschmissen. Nice. Echt? Ja, klar, hier. Soll ich wegschmeißen oder? Nee, nein. Hä? Eintausch ist der nicht gültig? Ist er jetzt nicht. Macht das keine Flexen oder so. Das kann jeder geben hier. Das ist aber kein Spaß. Das ist auch, auf die Streifen, das ist die Streifen. Original. Ja. Was für Streifen? Das sieht wie so ein Siegel, wie beim Euroschein. Naja, hier schmeißt weg. Wie wegschmeißen? Schreibt ihr doch nicht, Jungs. Ja, das ist unsere Karte, warum funktioniert die nicht? Können Sie das nicht durchziehen durch so ein Gerät? Wo soll ich denn durchziehen? Ich kann ihn mal durch so. Durch den Arsch? Ach, hör auf. Also meinen Sie, das geht nicht? Ja, wir gucken, ob wir noch Geld haben. Dann gucken wir mal. Hast du noch irgendwas? Ich guck mal, ob Sie was anderes durch den Arsch ziehen können. Durchziehen, aber Alter. Aber cooler Typ auf jeden Fall. So ein Tapschel durchziehen. Können Sie das nicht irgendwie noch anders regeln, Emi? Letzte Chance, Emi?
Wir machen das so. Wir bezahlen damit und dann behalten sie die. Die kriegen für immer umsonst bei McDonalds Essen. Nein, nicht? Wir schenken die Karte ihrer Kollegin. Ja, wollen sie die haben? Sie können umsonst essen bei McDonalds, ja. Für immer. Für immer, ganz wichtig, für immer. Nicht? Oh ja, komm, dann bezahlen wir jetzt, oder? Ja, wir bezahlen. Hast du was dabei? Nein, Spaß, nicht zahlen. Hier mit der goldenen Karte hier. Schade, ey. Hätte ja klappen können, aber normalerweise klappt das immer, ne? Das klappt immer. Wir machen das ganz oft schon seit einem Jahr immer umsonst auf McDonalds Nacken. Immer. McDonalds Nacken. Wieso zweimal bezahlen? Wegen euch habe ich die beiden getrennt eingetippt. Weil ihr das wollt. Achso, ja, können wir auch machen. Ist auch okay, ne? Ja, dann zahlen wir getrennt, oder? Ist doch am besten, ne? Oder willst du bezahlen für mich? Ja, nö. Ja, nö. Ja, nö. Ja, super. Ich dachte, der bezahlt für mich hier, ey. Ja, super. Jetzt können alle mal mitgucken, was ich hier eingebe. So, machen wir hier. Verloren. Echt? Alles gut, da ist eh nichts drauf. Ach, von da oben. Ja, von da oben, Digga. Gibt's ganz selten in Deutschland und wir sind glückliche Inhaber dieser Karte. Ja. Ich hab das zum ersten Mal gesehen. Das ist irgendwann immer das erste Mal. Ja, eben. Ihr seid die Ersten. Ja, richtig. Ja, super. Kann echt nicht wahr sein hier. Ist da alles drin? Alles drin. Okay, super, ich danke Ihnen, ne? Okay, dann machen Sie es gut, ne? Ciao, ciao. Ciao, ciao. Warte. Alter, ich komme gerade gar nicht klar. Ohne Scheiß nicht. Der Mitarbeiter war mehr korrekt, der eine mit dem Puff. Was ist mit ihm los? Was geht bei ihm? Keine Ahnung, was bei ihm abging, Alter. Ohne Scheiß, so viel essen. Sollen wir noch einfach mal reinfahren? Nochmal probieren irgendwie, oder was? Ich konnte mich gar nicht zusammenreißen, Digga. Ich musste einfach nur so hart lachen, aber Alter. Aber es war mega los. Ohne Scheiß, ja, war echt geil. Sollen wir noch einmal reinfahren oder sollen wir erstmal jetzt genüsslich essen und gleich nochmal probieren? Lass erstmal einfach schön genüsslich essen und gleich nochmal probieren. Ja, vielleicht ist dann eine andere Mitarbeiterin am Start. Genau, chillig, ja komm, aber lass erstmal essen. Wenn die uns sehen, die werden einfach nur wieder lachen. Ja, ja, Freunde, wir haben jetzt entspannt aufgegessen, hat geschmeckt der Monopoly-Burger? Ja, auf jeden Fall. Echt klar, der war echt... War echt voll okay, ja, war echt viel. Frisch. Ja, sah also, fresh aus. Gut, guter Kauf. Guter Kauf, kannst du empfehlen? Ja, nur empfehlen. Wir haben leider jetzt noch den Gutschein hier, wir müssen aber jetzt mal auflösen, ne? Das hat leider nicht geklappt, aber wir lösen jetzt erstmal auf mit den Mitarbeitern, ob sie wieder zu sehen sein wollen oder nicht. Ist immer ganz wichtig, wenn ihr sowas macht, Freunde, weil ihr könnt die nicht einfach hochladen. Richtig. Und das machen wir jetzt eben. Aber, oder sollen wir noch einen draufsetzen? Nee, ne? Komm. Mm-mm. Die waren so übelst korrekt. Ja, vor allem, die wissen doch jetzt eh, dass wir einfach nur Spaß machen. Ja, die waren übelst korrekt, ne? Also ja, nochmal Props an die Mitarbeiter. Wenn ihr das sehen solltet, Grüße gehen raus auf jeden Fall an euch. Ja. Ja, bitteschön. Ja, hi. Die zwei süßen Jungs von gerade sind wieder da. Mit den Gutscheinen, also mit dem Schein jetzt hier. Wir wollten einmal kurz auflösen. Können wir einmal kurz nach vorne fahren? Natürlich. Bis gleich. Zwei süßen Jungs. Hi. Hi. Jungs von gerade wieder. Wir wollen kurz einmal was einlösen. Wir haben was gewonnen hier beim Monopoly. Aber ist das für Sie jetzt wirklich okay, dass Sie im Video sind? Ja. Okay. Für Sie auch? Können Sie den anderen Mann auch noch mal fragen? Den anderen Mann, der sagt nein. Lieber nicht. Sie sehen so gut aus. Nee, ich weiß, dass ich gut aussehe. Aber? Jungs. Ja? Lieber nicht, weil ich hab da. Ja, ja, okay, verstehen wir. Ja, okay. Aber ich danke Ihnen nochmal, ne? Ja. Ne? War trotzdem cool. Ja. Schönen Tag noch, ne? Ja, auch. Ciao. Ja, voll ohne Scheiß, der Mitarbeiter, der war übelst korrekt. Ich kann ihn verstehen, weil er ein paar Sachen rausgehauen hat. Die darf man nicht so sagen als Mitarbeiter. Nein. Aber er war korrekt. Vor allem nicht als Filialleiter, aber er war mega korrekt. Mega korrekt, ja. Ja, Freunde, das war jetzt der McDonalds-Prank. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Es war dein erster Prank. Sag mal, wie hat er dir gefallen? Ja, es war mein erster Prank und er hat mir richtig gut gefallen. Ich war etwas nervös und wusste nicht so, was mich erwartet, aber die Reaktion war echt... mega nice, also ich war echt positiv überrascht und lieber echt so ein Mitarbeiter als so richtig genervt und so. Mir hat es auch mega viel Spaß gemacht, weil er hat auch eine richtig krasse Lache und die ist auch wirklich so ansteckend, fast wie bei IYVD. Es macht wirklich so Spaß, mit solchen Leuten zu filmen, Leute. Also mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Leider hat es mit dem Gutschein jetzt nicht geklappt. Warum aber nicht? Ich weiß es auch nicht so, keine Ahnung. Sag mal ehrlich, würdet ihr den annehmen? Also den nimmt doch jeder an, oder nicht? Geh mal nach Hause damit. Alle nimmt den keiner an, Leute, aber es hat einfach mal Spaß gemacht, so, ne? Wir wollten ein bisschen provozieren und es hat geklappt. Ich hoffe es einfach, es hat euch gefallen, Leute. Lasst auf jeden Fall dafür einen Daumen nach oben da und sogar ein Abo. Schon schief und krumm ausgeschnitten, Alter. So richtig fail eigentlich, so, ne? Sorry. Ja, alles cool. Denkt an unser Gewinnspiel. Wir haben es am Anfang schon gesagt, Leute. Ich erkläre euch einmal kurz noch, was ihr machen müsst. Ihr müsst auf jeden Fall bei Elmargo vorbeischauen, ein Abo dalassen. Bei mir natürlich auch ein Abo dalassen. Beim Instagram vom Elmargo vorbeischauen, bei meinem Instagram vorbeischauen und einen Kommentar schreiben, warum ihr irgendwie mal Bock habt, mit uns einen Prank zu machen. Schreibt sie einfach mal in die Kommentare, irgendwie das Beste, irgendwie was am besten uns gefällt. Den werden wir uns rauspicken und werden dann mit ihm mal einen richtig geilen McDonalds-Prank machen. Also seid gespannt. Hast du da auch Bock drauf? Ja, auf jeden Fall. Wir holen dich ab und dann machst du mit uns einen Prank zusammen. Wäre nur nicht so geil, wenn er so in München wohnen würde. Ne? Dann müssen wir ihn aus München abholen, das wäre nicht so cool. Aber ich habe da Bock drauf, Leute. Ganz viele YouTuber verlosen nämlich einfach nur irgendwelche Gutscheine oder irgendwelche anderen Sachen. Aber wir verlosen Zeit mit uns und ich denke mal, es ist irgendwie noch cooler. So, weißt du, wenn man echt einen YouTuber irgendwie als Vorbild hat oder gerne mal mit dem was machen will, was Besseres gibt es, als mit dem Video zu machen. Irgendwie ist so hammercool, ne? Ja, also ich hoffe, ihr habt da Bock drauf, Leute. Checkt seinen Kanal ab, checkt auch meinen Kanal ab, checkt die anderen Videos ab, Leute. Und ich würde sagen, ich bin raus. Willst du noch irgendwas sagen? Halt's Maul. Ciao.